Willkommen zurück beim Let's Play von das Talos-Prinzip. Wir müssen noch den Turm besteigen und Eluin besiegen. Nein, nicht ganz. Es ist die Karte Talos-Prinzip in Destinations. Wir müssen jetzt hier den roten Laser erstmal reinbringen. Oh. Beleuchtung zwar nett, aber nicht animiert das Portal. Teleport zum nächsten. Das Puzzlestück. Oh, ein schönes Puzzlestück. Die ganze Karte sieht danach aus, als ob sie tatsächlich aus den Spieldaten entstanden ist. Ah. Wir können nach oben. Die Gitterstäbe sind sauber modelliert. Interessant. Ach ja, das Talos-Prinzip. Ein schönes Spiel. Pinsel. Nein, nie gemacht. Braucht man irgendwelche Hilfen? Nein. Ansonsten, ja. Ventilator schön zum Gucken. Mich würde jetzt natürlich mehr die Mechanik unten drunter interessieren. Die sah schon im Spiel recht interessant aus. In VR wahrscheinlich dann noch beeindruckender. Oh, man kann sich auch nicht darauf stellen. Dunkel! Jetzt verbinden und sogar mit kleinen Details daran, die Mechanik des Arms, ob das so detailliert auch im Spiel war. Ich glaube, ich muss wieder das Talos-Prinzip mal versuchen durchzuspülen oder zumindest weiter zu spülen. Eine Wand. Das Portal öffnen, rübertragen, darauf stellen, herunternehmen, draufstellen, verbinden. Was hat denn Dispus geholfen? Ah, ich glaube, man konnte dann oben weiter den Laser weiterleiten. Ah, nein, man müsste kurz schließen und nach oben feuern, dass der Laser rüberfeuert und da die Türen öffnet. Gehen wir mal raus. Wie können wir denn? Oh. So nah und doch so fern. Gehen wir mal weiter zum nächsten. Was ist denn ein Grid-Stadium? Kann das rein zufällig Ding sein? Tron! Müsste Tron sein. Dunkelheit. Sieht sehr nach Tron aus.
Ja, sehr Tron-like alles. Gridstadium. Sieht aber nicht aus, als wäre das aus einem der Filme hier. Oder kommt das einem nur so vor? Okay. Auf zum nächsten Let's Play. Portal 2. Oh. Sind wir denn? Ach. Also. Gucken wir kurz nach oben, gucken wir kurz nach unten und sagen Apfel. Okay. Ein schönes Spiel. Mit dem Mann, der am Strand sitzt. Irgendwelche Easter Eggs? Nein. Kein Weasley irgendwo versteckt? Nichts? Oh. Leere des Universums. Schade. Wäre schön gewesen, Easter Eggs zu finden. Ich sagen, wir drücken E und machen mit dem nächsten weiter. Englische Kirche, Portal 2. PT Hallway. Oh, schon geladen. Zu viel Stress in diesem Level. Passe. Eine Shanghai Bar. Okay. Was wird es? Ups. Shanghai Bar in Yongkern. Ort. Architektur, my first attempt is in the building. Keine Beleuchtung im Level, so wie es aussieht. Also Level, in dieser Umgebung. Wie wirklich ich denn? Muss die gleich den Ofen berühren? Ah, okay. Einige Details auf dieser Seite. Interessant. Sehr wenig Details auf dieser Seite. Den Tisch überhaupt zerlegt hier anscheinend. Und es ist nach dem Ende einer Barschlägerei. Ein Trink! Evil Twin! Unbedingt ein Evil Twin, bitte. Bread Beer 45. Uiuiui. Girls Night Out, Bui, On, Get One Free, Gilligan's, yeah. Eine Wand voller Falschgeld, so wie es aussieht. Und nach draußen geht's auch nicht. Alles zu. Sieht auf jeden Fall interessant aus, okay? Bisschen zerlegt das Modell. Aber zumindest ein guter Anfang fürs Erstlingswert hier.
Ups. Gemüsegarten. Uiuiuiui. Viele offene Modelle. Gibi-Modell in der Krippe. Angriff der Killervögel. Zumindest ein Anfang einer Szene. Was schreibt er denn? Auch kein Licht im Greenhouse. Still learning. Neil, kein Ding. Einiges zu machen. Oder? Bank hat auch ein paar Lücken und ist nicht überall transparent. Erkennt zumindest, was in die Fenster war. Drei Vasen oder zumindest eine, zwei Vasen und eine Tasse. Oder das Fenster ist eingeschmissen worden. Das kann natürlich auch sein. Sips. Geht's ab in den Ozean? Nach Details zu beachten, könnte man davon ausgehen, dass der Kleine da wahrscheinlich vorher eingescannt wurde und dann in die Szene reingesetzt. Sieht aus, als ob ein Fisch oder ein Vogel daran krabbelt. Ansonsten ein schönes Gemüsebeet. Bisschen überwuchert. Moment. Ja, kommt gerade hin. Nur in die Seite ist ein bisschen mehr Platz. Moment, ups. Erster 9 of 9, Bedroom in the Game Developer Lying Out. Lieber 9 of 9. Dein Wecker verschmilzt gerade mit der Wand. Kein gutes Zeichen. Ansonsten sonstige Details. Wenn das eine Lampe war, die ist auch in die Wand verschmolzen. Außer es ist ein hübscher Wandsticker, dann könnte es natürlich auch sein. Ein schönes Wandposter. Transistor. Genau, so hieß das Game. Ja, kommt gut hin. Denn man erkennt den rauen Putz an die Wände. Ja, so hat man verputzt. Nett, nett, nett. Hier löst sich Modell auch leichter auf. Ibonpon. Schwarz ist nichts. Man kennt schön die Balkenstruktur. Sieht gar nicht mal so übel aus. Und diese Lampe hat es auch zerlegt. Interessant, dass der Stab der Lampe noch erhalten ist, aber die. Ah, wahrscheinlich wegen der Transparenz. Die Transparenz hat es dann in den Hintergrund gedrückt. Scan wahrscheinlich dann von hier aus. Ja. Nuka-Cola! Ein Fallout-Fan. Ein Manga.
Schiebiff, Kumpel, dein Controller ist kaputt. Und ich zähle jetzt ein Videomodell. Ah. 60 Zentimeter? 20, 40? Oder sind das Inch? Dann humpt das gar nicht gut hin. Das Telefon ist auch im Tisch verschwunden. Ich setze mich jetzt halt. Passt. Gut, mein Rechner läuft da vorne, kommt gut hin. Deine Grafikkarte ist geschmolzen. Ja, es kann mir vorkommen. Das ist eine Maus. Das ist etwas. Was auch immer es ist. Die Controller-Modelle sehen aus wie von jeweiligen Plattformen durchberechnet. Ein schönes Rig ansonsten. Dein iPhone ist auch geschmolzen. Deine Lautsprecherboxen, die hatten schon mal bessere Zeiten. Das Telefon ist aber immer noch schön, ganz flach. Und die Tastatur brechen ein bisschen ein. Nicht so auf die Tasten hämmern. Sonst hämmert man seine Tastatur in den Tisch. Schön, schön, schön. Kamera einstellen. Moment, noch schön machen. Und Let's Play. Ja, und? Also mit den Grafikfehlern, da würde ich zum Vermieter gehen, Leute. Ganz ehrlich. Entschuldigung, aber wenn man im Bett liegt und sieht Grafikfehler, würde ich jetzt nicht tun. Auch hier schon alles baufällig und rausgebrochen. Da bin ich. Tritt mal mit die Füße in meinen Monitor weg. Zumindest gefühlt. Und ach, so ein etwa. Auch ein sehr schönes Modell. Ich würde sagen, da oben hausen ein bisschen acht Beine. Oder es sind schlechte Texturen. Ah, ein Ort. Okay. Muss man eben in die Hocke gehen, um rauszukommen. Krieg. Tori. Ja, ein schönes Dachzimmer. Okay, dass keiner sagen kann, er chickened out hier. Okay. Okay. Nette Sache, nette Avatare, nette Spielzeuge und hoffentlich bald auch mehr nette, schöne Orte zum Erkunden. Okay, es gibt schon ein paar. Old Factory, Fireplace. Müssen wir mal gucken, was alles cool aussieht. Church Edinburgh. Miss Ambient Sounds. Ja.
damit schließe ich Let's Play. Eine schöne Software, schön zum Erkunden von verschiedenen Orten. Hoffen wir, dass sich die Qualität mancher Anfänger noch verbessern möge, dass sie bessere Modelle erstellen. Ansonsten, vielen Dank, dieses Let's Play angeschaut zu haben. Die Berge sinken. Entspannung. Da baut sich was auf. Ja, soll jeder selbst erkunden. Man sieht sich.